Der Frühling ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, wer Sorgen, zu Haus. Tja, und wenn die Bäume zu arg ausschlagen und der Rasen zu schnell und zu heftig wächst, da wird Gartenarbeit sehr schnell zum Frust. Damit Gartenarbeit trotzdem Lust und Freude macht, dazu braucht es das richtige Werkzeug. Und das bekommen Sie im Fachzentrum Knorr in Weiden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fachmagazin Knorr. Diesmal dreht sich alles um die richtige Rasenpflege, ums Rasenmähen, ums Rasentrimmern und ums Laubholzhäckseln. Unter fachkundiger Beratung das richtige Werkzeug finden. Wir helfen dabei, dazu möchte ich Sie einladen. Sieht aus wie ein normaler Rasenmäher, klingt wie ein normaler Rasenmäher, arbeitet wie ein normaler Rasenmäher, ist aber ein ganz besonderer. Heute sind wir in den Garten gegangen, hier in Weiden, zum Fachmagazin Knorr aus Weiden. Der Peter Zirngiebel ist der Leiter der Abteilung Garten im Fachzentrum Knorr. Und Sie haben hier einen für mich zumindest neuen und ganz besonderen Rasenmäher mitgebracht, nämlich einen Akku-Rasenmäher. Das Besondere daran ist, man braucht kein Kabel. Für wen ist ein Akkurasenmäher geeignet? Wer braucht sowas? Der Akkumäher ist sehr bedienungsfreundlich, wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung. Man braucht also kein Elektrokabel und es besteht auch nicht die Gefahr, dass ich ein Kabel abschneide beim Mähen, sondern man kann frei wie mit einem Benzinmäher arbeiten, hat aber den Vorteil, dass ich nicht starten muss, braucht kein Öl, kein Benzin und ist umweltfreundlich. So ist es, ist auch nicht laut. Aber er braucht natürlich einen Akku. Und der ist hier. Der Akku ist unter dieser Haube. Und den können wir jetzt mal rausziehen. Ist merklich kleiner zu den Akkus früherer Baudatums. Ja, und ist auch viel leistungsfähiger geworden. Ist die neue Akkutechnik Lithium-Ionen, die aber auch merklich länger in der Haltbarkeit sind. Und auch, wie Sie merken, gering im Gewicht. Gering im Gewicht. Ja. Nächste Frage. Batterien werden erfahrungsgemäß schnell leer, wenn sie unter Belastung sind. Ja. Der muss richtig arbeiten. Wie lange hält so ein Akku? Man kann also hier bis maximal 300 Quadratmeter, man sagt also 150 bis 300 Quadratmeter Mähfläche. Ja. Und bei normalen Bedingungen kann man so ca. 200 Quadratmeter ausgehen. Okay. Das Gute daran ist aber, wenn die Fläche jetzt größer ist oder der Rasen mal dichter und kräftiger steht, dann braucht diese Batterie 30 Minuten, dann ist sie 80% wieder aufgeladen. Und nach einer Stunde ist sie wieder komplett voll. Der Fangkorb ist, denke ich, so wie er aussieht, auch schnell montiert und abgenommen. Ja. Wenn wir das vielleicht mal kurz vorführen. Man braucht also nur den Deckel hier hochheben und kann dann den Korb problemlos rausnehmen und entleeren durch die große Öffnung. Und das Einhängen geht genauso einfach und leicht. Hier einführen, Deckel wieder drauf, fertig. Ein Handgriff. Ja. Der rote Griff da an der Seite, das ist die Höheneinstellung. Das heißt, wenn man das rüberdrückt, Gehäuse hier rüberdrücken, dann kann ich also den in der Höhe verstellen. Wie teuer sind solche Geräte? Das Gerät liegt bei 429,99 € und ist im Fachzentrum Knorr zu haben. In reicher Auswahl. Und wie einfach die in der Handhabung sind, werden wir jetzt mal kurz vorführen. Ich würde sagen, kurze Einweisung und dann mähe ich den Rasen hier fertig. Und wenn es ich kann, dann kann es so schwer nicht sein. Ich bin begeistert. Ich kenne Rasenmäher nur unter furchtbarem Krach, unter rüttelnden Motorvibrationen und es geht butterweich. Er ist wirklich fliegenleicht und ja, funktioniert wie ein normaler Rasenmäher. Man sieht, man kriegt ordentlich was weg. Also kann man nur wärmstens weiterempfehlen. Ja, es macht mit Sicherheit Spaß, mit dem Gerät zu mähen. Und eine große Auswahl an Akkurasenmähern, die gibt es im Fachzentrum Knorr. So, eben bin ich mit dem Rasenmähen fertig geworden. Zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, super. Mit dem Akkurasenmäher, der ist für die etwas kleineren Gärten, für die kleineren Flächen. Jetzt sind wir in der Abteilung Benzinrasenmäher. Wenn der Garten doch etwas größer ist, dann kommt man um den Benzinmäher nicht herum. Der hat andere Schnittbreiten, der ist robuster. Worauf soll man bei einem Benzinrasenmäher achten? Es sollte gute Qualität haben, der Motor sollte staubfreudig sein, damit er ihm leicht anspringt, trotzdem auch noch handlich sein. Zwischenzeitlich ist es so, dass viele einen Antrieb bevorzugen, was wir auch in dem Gerät drin haben. Mhm. Wir haben hier ein Modell von Honda mit einem Leichtstartmotor, der sehr gut anspringt.
ein Hydrostatantrieb für die Räder. Das heißt, er läuft langsam, aber man kann ihn auch schneller laufen lassen. Aha. Und eben in einer etwas größeren Schnittbreite, Strich 47 cm, mit einem entsprechend großen Fangkorb. Okay, und der hat hier ein Bedienpult, möchte man schon sagen. Die alten Rasenmäher, wie ich ihn zu Hause habe, der ist halt, der läuft und schiebt man. Und wenn man ausmacht, dann ist er aus. Aber hier ist weit mehr Technik dran. Sie haben schon gesagt, der ist mit Antrieb, den kann man stufenlos regeln. Was kann der noch alles? Ja, er hat also eine Messerbremse drin. Das heißt, wenn man also das Gerät startet, kann man das ohne diesen Bügel tun. Ich kann also, wenn ich das mal demonstrieren darf, man zieht also nur an diesem Bautenzug an und der Mäher springt an. Mhm. Auf einmal ziehen, er läuft. Ja. Okay, eben haben wir es gesehen. Das sieht aus, der Motor läuft jetzt, das Messer ist ausgekuppelt. Richtig. Jetzt kann ich den Korb wechseln, ich kann an der Maschine hantieren, ohne dass ich Gefahr laufe, ins laufende Messer zu greifen. Wie das aussieht, können wir mal demonstrieren. Für die Kamera. Das Messer steht. Eingekuppelt. Und jetzt läuft das Messer mit. Jetzt wird ausgekuppelt und das Messer steht und der Motor läuft weiter. Neue Technik, eine neue Generation von Rasenmähern. In welcher Preisklasse bewegen wir uns hier bei diesen Geräten? Wir liegen da in so etwa bei 1150 Euro. Okay, aber da hat man auch was für die nächsten Jahrzehnte. Ja. Der Service, die Wartung? Gibt es bei uns im Hause. Wir haben eine eigene Werkstatt. Ja, bei uns werden die Geräte repariert und gewartet und auch fix und fertig den Kunden übergeben. Also auch der Service nach dem Kauf jetzt hier groß geschrieben. Was mich beeindruckt hat, ist die stufenlose Regulierung. Der läuft selber, der hat Antrieb und das heißt, es ist auch für gebrechliche Personen wie mich die beste Anschaffung. Und wie das funktioniert mit Antrieb, das werden wir jetzt gleich mal probieren. Ja. Gut. So, der Rasen ist gemäht, sieht traumhaft aus, war ganz leicht. Ich habe kaum geschwitzt, aber trotzdem gut hingebracht. Das leidige Thema, wenn alles fertig ist, es stehen ja trotzdem an den Rändern oder wie jetzt hier unter den Tischen einfach diese Rasenreste, an die man mit dem normalen Rasenmäher nicht rankommt. Ja. Und dafür gibt es diese fantastische Erfindung. Es ist eine Motorsense. Motorsense kann man sagen. Wie heißt es richtig? Ja, oder Motortrimmer, Rasentrimmer. Okay. Ja, Rasentrimmer gibt es elektrisch oder mit Motorbetrieben, wie wir diesen hier haben. Aha. Oder die andere Alternative ist mit Akku. Aber wir sind ja hier zum Arbeiten und zum richtig Arbeiten braucht es ein gescheites Werkzeug. Und da haben wir diesen Stiel-Rasentrimmer. Ganz zu Beginn, wie funktioniert der eigentlich? Wie arbeitet ein Rasentrimmer? Wir haben da unten einen Faden auf eine Spule aufgewickelt und durch die hohe Umdrehungszahl, die dieses Gerät macht, wird also praktisch das Gras dann abgeschnitten. Okay. Der Faden wird im Laufe der Zeit kürzer, nutzt sich ab und durch ein Auftippen am Boden wird unten ein Mechanismus ausgelöst und dadurch kommt der Faden ca. 3 cm wieder nach außen. Okay, der verlängert sich dann automatisch, muss keiner unten hingreifen. Nein. Ganz wichtig. Auf geht's! Darf ich mal? Sauberer Schnitt? Ja. Man sieht also, der Faden wird kürzer. Ja. Ja, man sollte ein gewisses Stück von dem Stein wegbleiben, solange der Faden auch halt ist. Okay. Und während hier noch ein bisschen die Rasenkanten getrimmt werden, schauen wir uns einmal in der Gartenabteilung im Fachzentrum Knorr um. Natur ist doch was Schönes. He? So herrlich kann Gartenarbeit sein mit den richtigen Maschinen.